Die Verbindung Molitor und Zeltinger Sonnenuhr ist sehr groß, weil ich halt den größten Besitz in der Zeltinger Sonnenuhr drin habe. Aber natürlich lieben wir genauso die Wehlener Sonnenuhr, die aber dann wieder anders ist, und auch die Kracher und die Bernkastler oder Moselabwärts, die Uerziger oder die Erdener verschiedenen Lagen. Ja. Also das Besondere ist halt, dass jede Lage ihren eigenen Charakter hat. Ja. Und diesen Charakter muss man herausarbeiten und den sollte man im Wein wiedererkennen. Und bei mir werden halt alle Weine halt spontan vergoren, ohne Enzyme, ohne stabilisierende Maßnahmen, um den Charakter der Lage, das Terroir, wirklich schmeckbar zu machen. Und wenn man ein bisschen geübt ist, kann man diese Lagenunterschiede auch herausschmecken. Ja, das geht über das Terroir, über Boden. Die einen sind halt mineralischer, die einen sind etwas kerniger. Die Sonnenuhren sind sehr elegant, sehr fein von den Fruchtaromen her. Die Uerziger hat sehr würzige Noten drin, die auch hier besonders an der Mosel in diesem Rotliegenden wachsen. Und so hat halt jede Lage ihre besondere Aromatik und ihre besondere Mineralität, die man halt nachvollziehen kann in den Weinen, wenn sie halt traditionell ausgebaut sind. Ja, also wir stehen ja hier in den sehr alten, in den klassischen Mosel-Einzelfahlanlagen. Das hier sind noch alles wurzelechte Rebstöcke mit sehr alter Genetik. Und in diesen Extremsteillagen, wo halt Felsen, Mauern drin sind, ist halt die ideale Erziehung Einzelfahl, was auch immer hier in den Lagen so war. In unseren moderneren Anlagen pflanzen wir auch am Draht. Ja, aber da ist Voraussetzung, dass oben und unten ein Weg ist, dass sie erschlossen sind und dass die Weinberge gerade sind und keine Felsen oder Mauern drin sind. Und halt die Genetik, das ist für mich ein ganz großes Thema. Nicht nur das Alter der Rebstöcke ist entscheidend, auch die Genetik ist für mich sehr, sehr wichtig. Halt auf sehr kleine Trauben zu gehen von der Genetik her, halt die nicht so viel Wuchskraft haben, um halt sehr kleine, sehr aromatisch, aber auch lockere Trauben zu bekommen, die nicht so schnell Fäulnis bekommen. Damit wir die absolute physiologische Reife abwarten können. Ja, also man sagt, dass richtige Anlagen, die halt ein gewisses Alter haben, halt schon 10, 13 bis zu 15 Meter tief wurzeln. Natürlich ist ein bisschen abhängig, wie viel Boden auch da ist. Aber das Verrückte ist auch, dass die Reben halt durch Felsspalten, weil der Schiefer so in Schichten liegt, sich immer weiter vorarbeiten und einfach das Wasser suchen. Also wir sind sehr niedrig im Ertrag. Man kann sagen, so im 10-jährigen Schnitt über den gesamten Betrieb liegen wir so zwischen 40 und 50 Hektoliter. Man darf heute 125 ernten. Also das ist die Hälfte bis ein Drittel von dem, was man ernten dürfte im Schnitt. Und dementsprechend werden im Winter schon die Reben halt sehr zurückgeschnitten, dass nicht so viele Augen halt pro Stock da sind. Und gegebenenfalls wird dann halt im Nachsommer nochmal eine grüne Lese gemacht, wo man halt weniger gut entwickelte Trauben halt herausschneidet. Zu 90% der Weinberge sind alle so steil, weil wir ausschließlich Steillagen haben, wäre eine Erntemaschine gar nicht möglich. Aber auch wenn es möglich wäre, wollte ich keine Maschine einsetzen, weil man halt mit einer Erntemaschine keinerlei Selektionsmöglichkeiten hat. Bei mir ist halt 100% Handlese. Alles wird in mehreren Lesengängen halt sortiert. Es gibt Vorlesen, es gibt Hauptlesen, es gibt immer, je nach Jahrgang ist unterschiedlich ein gewisses Thema, was wir ernten. Also wir gehen nicht einfach raus, ernten Trauben und schauen dann mal, was wir damit machen, sondern es wird gezielt gesagt, wir ernten heute unsere top trockene Spätlese oder Auslese zum optimalsten Zeitpunkt, wo die Trauben absolut physiologisch reif sind. Dann wird selektioniert, ohne Botrytis, halt die perfektesten Trauben herauszusuchen. Es gibt heute so viele Weinberge auch auf dem Markt, ja, und dass man keinen Riesling opfern muss, wenn man ein paar Weißburgunderreben mehr haben möchte. Es ist halt traurig, dass viele Steillagen heute nicht mehr komplett bewirtschaftet werden und man in sehr guten Lagen auch Flächen ohne Probleme bekommen kann. Und für jeden Stock Weißburgunder oder Pinot Noir, den ich mehr bekommen habe, habe ich nicht einen Stock Riesling abschneiden müssen oder so, sondern es ist immer gewachsen und wir haben heute noch 92% der gesamten Rebfläche sind mit Riesling gepflanzt. Natürlich entwickelt man sich immer weiter und es gibt ja viele Neuerungen in den letzten 20, 30 Jahren, wo manche positiv sind, aber sehr viele haben rein für die Qualität auch geschadet. Es geht nur schneller und billiger, aber nicht besser. Ja? Und ich bin halt sehr traditionell eingestellt und natürlich, wenn es neue Sachen gibt, die von vorteilhaft sind, die zu Erleichterungen bringen, aber nicht zu Einbußen in der Qualität, sind wir dafür auch offen.